Oh, wir haben eine neue Auswahl von Missionen. Oh, was haben wir denn da? Moment. Die Maus ist jetzt da. Achso, ich sehe noch die Missions. Moment, jetzt da. Station. Also zwei hat man schon, die haben wir ja gemacht. Aber zwei sind neu, wa? Stationsverteidigung klingt interessant. Ist dasselbe wie Patrouille, nur dass es nur einen Sektor betrifft und dass es die Piraten nur auf eine bestimmte Station abgesehen haben. Ah, okay. Das heißt, du musst nicht damit rechnen, dass sie auch andere Schiffe angreifen, zumindest. Weil Schiffe sind der einzige Schaden, den die Piraten überhaupt anrichten, weil gegen Stationen haben sie einfach mal keine Chance, durch deren Schilde kommen sie normalerweise nicht durch. Ja, dann sieht der Attentat eigentlich auch nicht so blöd aus. Ja, im Prinzip ist es sowas ähnliches, da spawnt irgendwo einer und da sollst du einfach dem sein Schiff abschießen. Fertig. Also man sieht schon, das sind so ziemlich einseitige Missionen, will ich jetzt nicht sagen, aber so scheinbar scheint die Erweiterung einfach nur so ein paar Missionen zu sein, so mache dies, zerstöre das oder ähnliches, wie man es halt so aus MMOs kennt. Ja, das ist es halt, weil, na, du bist ja auch nur ein Söldner, ne? Und von entsprechenden Söldnermissionen lebst du ja halt. Ja, ich find's halt schade, dass da ein bisschen Story fehlt. Aber gut, die wollten vielleicht noch ein bisschen Luft für ein Add-on oder für ein DLC. Ne, Moment, die Luft für ein Add-on haben sie ja noch in der Hauptstory. Ne? Oder haben wir uns schon endgültig um das Problem Plutarch gekümmert? Eigentlich noch nicht. Siehst du? Habe ich schon einen Titel vorstellt, so Death of Plutarch oder irgendwie sowas. Nee, das nicht. Aber X3 Album Prelude, ne, zeigt ungefähr, erklärt so ungefähr die Story, wie Plutarch überhaupt in diesem Sektor an die Macht kam. Oh, das ist schon so lange her, das weiß ich schon gar nicht mehr. Schade. Du hast das Spiel noch nie gespielt. Wir haben doch X3, haben wir doch vorher mal angezockt. Das ist erstens, wir haben Terran Conflict angezockt. Ach so. Albion Prelude ist die Erweiterung. In X3 Terran Conflict gibt es den Sektor Albion noch gar nicht. Ach so, okay. Und in Terran Conflict spielen wir aktuell als Terraner. Gut, auch da könnte man es mitbekommen, aber was haben wir storytechnisch gemacht? In Terran Conflict. Ich glaube, wir haben eine Patrouille geflogen, ein paar Xenon abgeschossen, ein paar Xenon verfolgt und das war's dann auch. Das also bis jetzt. Ja. Interessante Teile kommen noch. Haben wir schon die Gefängnisbefreiung gemacht? Ich glaube noch nicht. Nein. Wahrscheinlich die Mission, die darauf hinausläuft, auf die haben wir gerade quasi gewartet beim letzten Mal, als wir aufgehört haben oder so. Ja. Ich glaube, ich muss, wenn wir da tatsächlich weitermachen, das entscheiden ja primär die Zuschauer, aber es heißt auch die Zuschauer mit. Sagen wir es mal so rum. Wer sagt denn das? Es wird ja weitergemacht. Ja, weil die alle sagen, nein, das wollen wir nicht sehen. Nein, ja gut. Wird es trotzdem weitergemacht, weil es uns anscheinend gefällt. So ein bisschen in Ordnung. Und ich muss mir definitiv die ganzen 6-8 Folgen, die schon online sind, muss ich mir nochmal angucken. Also, weil das... Mir gefällt's und es lässt sich auch deutlich flüssiger spielen. Da sind solche Kampfmissionen auch etwas einfacher zu spielen. Weil sie nicht so lecken. Kann ich mir fast vorstellen. Das ist so ähnlich wie mit einem Let's Test, Schrägstrich, was zu einem Let's Play kommt, weil es schon 4 Folgen sind, was wir immer noch nicht released haben. Das liegt jetzt wo wir eigentlich das Let's Test auch schon inzwischen wegschmeißen können, wahrscheinlich. Ja, denke ich auch mal. Aber ich glaube, das könnte man mal fast wieder aufleben lassen. Großartig, ich wusste, dass der Auftrag etwas für Sie ist. Vorne an. Ja, wir haben ab und zu noch so ein paar Leichen im Keller. Wo wir einfach mal doch nicht released haben. Ich glaube, ich habe auch noch so 4 oder 5 Let's Tests noch. Damals mit dem alten Mikrofon. Die werde ich, glaube ich, auch nochmal raushauen. Ja, wir könnten auch mal wieder eine Runde Ehrmech zocken oder so. Ja, da wollten wir auch mal. Oh, das wüsste ich gar nicht mal, wie das geht. Alter, das wird auch für mich schwer. Ich hab's auch schon lange nicht. Ich hab's genauso lang wie du nicht mehr angefasst. Ja. Damals, wo wir es aufgenommen haben, dann 1-2 Tage später mal gezockt und seitdem nie wieder.
Mhm. Obwohl das eigentlich richtig, richtig geil ist, das Game. Das macht eigentlich verdammt viel Spaß, ja. Zumindest war es damals so. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Das ist wieder schon ewig und 3 Tage her. Wir haben es dann ja mal mit Rookie probiert. Stimmt. Haben wir das eigentlich aufgenommen? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Nee, das war damals, wo Rookie, der hat es ja doch nicht gekannt, wo wir es einfach mal ausprobiert hatten. Ja, und da wollte man ihm erstmal anlernen. Also wir haben noch einiges in der Hinterhand. Was erinnerst du dich an meine Creeper, die ich damals hatte? Oh ja. Die waren aber lustig. Ganz ehrlich, das ist doch so ein Insider-Gag, oder? Auf jeden Fall. Ich weiß noch, wo ich dann im Multiplayer war, habe ich auch mal die Creeper-Einheit mitgenommen und ich habe einfach nur Creeper draufgehauen. Nur Creeper. Ich bin dem Typen so auf den Sack gegangen. Rage Quit? Ja, einer zumindest. Schade, das ist noch eine einfache Attentatmission, ist ja nur ein kleines Schiff. Ich habe jetzt mit einem großen Kreuzer gerechnet. Ja, vielleicht kommt er ja noch. Nee, bei dem Attentat nicht, vielleicht bei einem späteren. Ja, aber jetzt mal so die Zuschauer, worauf habt ihr Lust? Was würdet ihr gern mal im Multiplayer sehen? Weil ihr habt es ja schon mitgekriegt, wir kommentieren gern zu zweit oder zu mehr. Einfach, weil es mehr Spaß macht. Wo habt ihr ein Spiel, wo ihr sagt, boah, das würden wir gerne mal sehen im Multiplayer-Bereich? So, habe ich gerade wieder was überquatscht? Nö. Die Argonen haben mich nur angeschimpft. Okay. Ich spiele gerade mit meiner Geschwindigkeit, um den Typen im Highway abzuballern. Da pisst mich wenigstens keiner für an. Ja. Ich glaube, du hast ihn gerade wieder überholt. Ja. Also Tropico 5 kommt definitiv mal Multiplayer. Ich habe ja auch schon eine schöne Playlist zusammengelegt, die man im Hintergrund laufen lassen kann, ohne dass es Content-ID-Strike gibt, es sei denn, YouTube meint es machen zu müssen, aber da kann ich mit dir diskutieren. Und all solche Geschichten. Ah! Vorbeigeschossen. Ja, du kleiner Arsch. Es ist lustig, wie er sich ab und zu mal so ein Highway dreht oder sowas. Das sieht schon witzig aus. Voll vorbeigeflogen. Musst du den im Highway abschießen oder ist es egal? Es ist völlig egal, aber ich versuch's gerade im Highway. Sieht man doch, dass ich es im Highway versuche, oder? Ja. Jedes Mal rausche ich an dem Typen vorbei. So gespannt, wo der dann rauskommt. Ich nur Gebiet, wo es dann ordentlich aufs Maul geht. Also Energie hat er auch noch relativ gut voll. Das Problem ist, solange ich ihn nicht treffe, kann sich sein Schild immer wieder aufladen. Ich wollte gerade sagen, hau mal mit dem Hammer drauf. Gucken, was dann passiert. Oh, Stampel, yeah! Das ist aber dein privates Buch. Nee, Twitch hat mich gerade rausgehauen. Sag ich doch, dein privates Problem. Erreiche feiner Gesang. Wir haben es jetzt gerade 2:30 nachmittags übrigens. Ich glaube, ein Gold von hier ist noch nicht am Laufen. So, jetzt sehe ich die schöne Werbung. Ja, du Rotztyp. Hab ich ihn. Mann, das hat jetzt gedauert. Aber ganz ehrlich, ich habe mich wegen dem Typen richtig lange im Highway aufgehalten im Vergleich zu sonst. Was war jetzt denn überhaupt gelandet? In irgendeinem Sektor, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Wir müssen halt wieder zurück. Genau. Schade, dass kein Schiff in der Nähe ist, wo du sagen kannst, transportiere mich mal oder so. Naja, weiß ich nicht, ob ich viel davon habe. Oder ob der Highway nicht schneller ist, weil in dem Sektor, wo ich ankomme, ist der Highway bereits. Ist die Station bereits, zu der ich wieder muss. Achso, das heißt, kann ich mein Schiff mal ausweichen? Ist das nicht Hammer? Ich muss hier nicht zwingend ran. Erreiche
Okay, ich muss ja, doch ein Highway lang fliegen. Ja, vielleicht hat sich das Spiel langsam gefangen. Ich muss ja erst die Grafikkarte warm laufen oder so, keine Ahnung. Die ist warm. Ich habe Minecraft gespielt. Bei Minecraft geht ja auch ganz schön auf die Grafikkarte und auf die CPU. Man glaubt es kaum, was für Leistung so ein banales Spiel fressen kann. Besonders wenn man dann noch Mods drauf prügelt. So, endlich mal mein Kabelwürfel, war ich ein bisschen entsorgt. Ach, deswegen warst du so still. Ja, weil erstens habe ich mir wirklich mal jetzt was reinpfeifen müssen, weil bei Mario war gerade der Kniekehle, also sorry, falls es geschmatzt hat oder sowas. Nein, hat's nicht. Und zweitens haben sich gerade die Kabel durch mein Gamepad und sowas so verwirrt, dass ich das zum Beispiel entwirren musste. Aber was zu essen wäre auch nicht schlecht, aber ich habe gerade nichts neben mir liegen. Ja, ich habe jetzt nur so ein kleines Brötchen hier schon rein. Ja, ich müsste nach unten gehen, um mir was zu essen zu holen. Dann kann ich aber nicht gleichzeitig spielen. Ich würde ja die Steuerung übernehmen, aber... Du sitzt leider nicht neben mir, wie bei SimCity. Ja. Ja. Da bin ich auch schon überlegen, ob ich mir mal SimCity mal wieder installieren soll und mal gucken soll, wie das inzwischen geworden ist. Einfach mal so. Das ist tatsächlich eine Option, ja. Müsste man sich mal wieder angucken. Weil es ist ja an sich nicht schlecht, das SimCity. Es war ja bloß damals wegen den Online-Zwang und überhaupt. Naja, ganz ehrlich, die Leute zufriedenzustellen war auch ein kleines Kunststück auf Dauer. Weil du dich auch gefragt hast, wo kommen die Zahlen her? Das ist das nächste und das dritte mit dem Verkehr. Dies ist die Albions Gang. Wo Kronk ja gesagt hat, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr aufs Let's Play. Ja, was haben einige gesagt? Es kam ein neues DLC raus, ne? Und auf einmal schnellte der Verkehr in die Höhe, weil das DLC ja Gebäude hinzugebracht hat, die den Verkehr senken. So nach dem Motto, wir machen das Spiel jetzt ohne dieses DLC unspielbar. Stand da die Vermutung im Raum. Lustigerweise habe ich mir einen Vergleich erlaubt, weil wir hatten ja die Videoaufzeichnung von SimCity. Hm? Oder Videobeweis, je nachdem. Und ich habe wirklich die Stadt mal exakt genauso gebaut wie auf der Videoaufzeichnung. Und also einmal das mit der Videoaufzeichnung, also was als Let's Play hier zu sehen ist, einmal davor, vor dem DLC, und das andere war danach. Und die Zahlen haben sich eigentlich kaum unterschieden. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ab wann dieser Effekt auftritt. Es ging erst ab bestimmten Stadtgrößen, glaube ich, erst das Problem an. So. Wollen wir lieber blöd durch die Gegend fliegen und weiter schwafeln, oder soll ich mir lieber einen Kampf antun? Da passiert wenigstens Action. Ich denke mal, wir haben jetzt hier lang genug geredet. Also im Sinne von hin und her geflogen. Ich denke mal, wir könnten mal einen Kampf machen. Alter, die letzten zwei Missionen waren Kämpfe. Ja, dann darf ich lieber weiter blöd durch die Gegend, ich meine. Ich kann auch weiter blöd kämpfen, also so ist es nicht. Ich find's halt bloß ein bisschen schade, dass das, ich sag mal so, die Missionen sind nicht schlecht. Aber ich glaube, für einen, der allein spielt, das kann man glaube ich so als Fazit sagen, so wirklich berauschen sind die nicht. Ja, es sind wahrscheinlich auch nicht so gedacht, weil, wie gesagt, du spielst ja quasi einen argonischen Söldner, ne? So, das ist ja die Idee dahinter. Das heißt, du hast deinen Kommandanten, von dem du deine Aufträge kriegst. Und dann kannst du da aussuchen, was du machen möchtest. So, und das war's unter Umständen auch. Deswegen sage ich ja, ich weiß nicht, inwiefern das überhaupt eine Storyline hat. Weil ich habe das mal kurz ausprobiert und habe halt nur gesehen, da gibt's Missionen. Ich habe nie gesagt, dass es da eine Storyline gibt. Ich habe nur gesagt, dass es Missionen gibt. Da haben wir ja in der vorigen Folge ja auch gesagt, dass wir uns das mal angucken, wie das aussieht, und dann entscheiden wir uns, wie wir da weitermachen. Können schreckliche Konsequenzen haben. Und tut mir leid, dass ich euch getroffen habe. Eigentlich wollte ich diesen scheiß Piraten hier treffen, oder was auch immer das für eine scheiß Bedrohung ist.
Der war nur so dicht an eurer Station. Eieiei. Sag mal, wo treiben die sich jetzt überall rum? So machst du Stationsverteidigung, oder? Ich hab da jetzt gerade so aufgepasst. Ja, ich hab die Stationsverteidigung ausgewählt. Alter, fliegt der fies. Mittendurch, da hast du ja... Oh. Wenn du da einmal falsch zielst... Nun halt endlich die Klappe, ist, Betty. Nee, ihr könnt es euch hier aber aussuchen. Die Frage an die Zuschauer, ob ihr das sehen wollt oder ob ihr das nicht sehen wollt, die ganzen anderen Missionen noch. Wir haben ja jetzt inzwischen, ich glaube, ein bisschen was davon gezeigt. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Ich weiß gar nicht. Anderthalb Stunden läuft die Audiospur. Anderthalb Stunden, also das heißt, wir sind jetzt in der Folge 5 ungefähr. Ihr habt jetzt ja ein bisschen was gesehen. Und da könnt ihr euch entscheiden, ob ihr das weitersehen wollt oder nicht, aber... Dogfight. Ich finde es jetzt nicht so berauschend, muss ich sagen. Da hat mir die Storyline ein bisschen besser gefallen. Ja. Das Problem ist, das Spiel war eigentlich schon immer als so eine Art Sandkastenspiel gedacht, ne? Das waren schon alle, waren alle Teile. Ich könnte ja mal einen Dead Show von meiner aktuellen X3 Albion Preload Welt machen. Was ich mir da so Kleines aufgebaut habe. Weil da habe ich die Storyline zum Beispiel schon durchgespielt, die meisten. Da fehlt mir nur eine, die angeblich den Krieg der Teil der Storyline, der mir den Krieg beendet. Dazu muss ich auch bestimmte Ziele erreichen. Was ich noch nicht. Alter, steckst du da gerade? Ziemlich unspektakulär. Ich glaube, der ist da fest. Bin nun ich an der Reihe? Was? Ich glaube, der steckte da fest. Nein, der ist jetzt wieder draußen. Der ist da ohne Probleme selber rausgekommen, aber der hat ist echt riskant reingeflogen. Also weißt du, dass ich das versuche, ist ja nichts Neues, ne? Aber dass die KI das kann, ist mir neu. Ja, die KI hat halt voll drauf.